Traum der Narzisse. Haarreif der Vernunft. Ein exquisites Monokel. Alten Anekdoten zufolge soll es möglich sein, damit in die Zukunft zu blicken. Monokel des bösen Drachen. In verschiedenen Geschichten werden die Recken natürlich verschiedene, zweckmäßige, heilige Schwerter finden und sich verschiedenen Erzfeinden stellen. Aber es wird oft gesagt, dass die Helden, die überlebt haben, schließlich zu bösen Drachen werden. Und wenn viele Geschichten miteinander verflochten sind, war vielleicht der Recke der einen Seite eins der böse Drache der anderen. Die endgültig geschriebene Geschichte wird sich jedoch zu einer zugänglicheren Erzählung entwickeln. Aus diesem Grund sind Recken immer noch Recken und keine bösen Drachen. Deshalb enden alle Geschichten auf die gleiche Weise. Trotz seiner immensen Macht und sorgfältigen Planung wird der böse Drache schließlich von dem Recken besiegt, der das heilige Schwert führt. Und bevor der Drache in den Riss stürzt, der alles zum Schmelzen bringt, wird er an die Zeit denken, die er mit dem Recken verbracht hat. Am Ende wird er sagen: Ja, ich werde keinen Groll hegen. Ich weiß, du hast nicht den Anblick gesehen, den ich einst sah. Deshalb willst du mich aufhalten. Die Sternenbestien werden das Fruchtwasser dieser Welt aufsaugen. Nach 100 Jahren werden alle Lebensspuren auf ihrer Oberfläche ausgelöscht sein. Ich werde zurückkehren, um alle Seelen zu retten. Ob es 10 oder sogar 100 Jahre sind, ich werde als neues Universum wiedergeboren. Doch der Recke, der den bösen Drachen besiegt, wird während der langen Jagd auch sein Kostbarstes verlieren. Nie wieder wird er an etwas glauben, was der gesamte menschliche Intellekt nicht vollständig begreifen und beherrschen kann. Bis an sein Lebensende würde er sich ein Reich vorstellen, das von Vorrichtungen und Energien angetrieben wird, die nicht aus den Elementen stammen.